Du hast es versprochen. Sieh nicht hinter dich. Nein, ehrlich, tu es nicht. Dafür gibt es keinen Grund, da ist einfach nichts. Du hast wahrscheinlich eh schon hingeschaut und weil du ja immer noch zuhörst, hatte ich vermutlich recht. Da war nichts. Es fasziniert mich irgendwie, dass jedes Mal, wenn man jemandem etwas sagt wie »Sieh nicht hin« oder »Dreh dich nicht um«, seine erste Reaktion genau das Gegenteil zu sein scheint. Wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es dich auf qualvolle Weise umbringen würde, wenn du an die Decke über dir sehen würdest, dann würdest du doch genau das tun, nur um sicher zu sein, dass da nichts ist, worüber du dich zu sorgen hättest. Allerdings ist das ja jetzt egal. Vor allem, da du vermutlich sowieso schon an die Decke geschaut hast. Aber was würdest du tun, wenn es eine echte Bedrohung wäre? Würdest du die Warnung dafür beschuldigen, dich dazu verlitten zu haben? Oder dich selbst dumm genug gewesen zu sein, sie zu ignorieren? Lass uns doch mal eben was ausprobieren. Fokussiere deine Augen hierher und auf meine Stimme und auf deinen Monitor. Und versprich mir, dass du dich unter keinen Umständen umdrehen wirst. Versprichst du es mir? Wenn ja, gut. Wenn nein, naja, deine Entscheidung. Das ist ein Test für beides. Einmal deine Ehrlichkeit mit anderen und mit dir selbst. Ah, naja, und für deinen Mut. Lass mich raten, du würdest dich gerade liebend gern umdrehen. Aber leider hast du mir ja versprochen, das nicht zu tun. Naja, versprochen ist versprochen. Und du hast wahrlich Nerven aus Stahl, immer noch dabei zu sein. Ich handle hier nur in deinem Interesse, vertrau mir. Ich habe ihm versprochen, dass ich dich dazu bringe, hierher zu sehen, solange bis er reingekommen ist. Und er hat mir im Gegenzug versprochen, dass du, solange du nicht hinsiehst, es so schnell und so schmerzlos wie möglich machen wird. Also bitte, was auch immer du tust oder wohin auch immer du gehen willst, es ist mir scheißegal. Nur bitte, sieh bitte nicht hinter dich.